Wie schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zurück in meinem Besser-Dich-Channel. Ich habe dir heute eine kleine Meditation mitgebracht, einen kleinen Ausschnitt aus meiner Session Traum eines lächerlichen Menschen, zu der ich dich sofort einladen werde, wenn solche Sessions wieder erlaubt sind. Jetzt gönn dir ein paar Minuten Pause von dem Alltag, ganz egal, ob du gerade um deine Existenz bangen musst oder ob du die Chance so richtig ergreifst und nutzt und jetzt gerade noch reicher wirst, als du es eh schon warst. Diese nächsten Minuten sind genau das Richtige für dich. Such dir einen Platz, an dem du weißt, dass du die nächsten Minuten nicht gestört werden wirst. Bleib auf deinem Bürostuhl sitzen. Wenn du zu Hause bist, setze dich auf deine Couch, lege dich auf deinen Teppich oder wenn du zu der hartgesottenen Gruppe gehörst, Sorte, dann leg dich doch auf eine Wiese. Gut. Atme tief ein und aus. Schließe die Augen. Beim Einatmen lass und beim Ausatmen los. Du kommst in deinem Innern an und du träumst. Du nimmst den Revolver und richtest ihn im Sitzen geradewegs auf dein Herz. Auf dein Herz, nicht auf den Kopf. Und dabei hattest du dir vorgenommen, dir unbedingt in den Kopf zu schießen, speziell in die rechte Schläfe. Nachdem du den Revolver auf dein Herz gerichtet hast, wartest du 1-2 Sekunden. Die Wand gerät vor deinen Augen in Bewegung. Sie beginnt zu schwanken. Du gibst so schnell wie möglich den Schuss ab. Einen Schmerz fühlst du nicht. Aber du hast die Empfindung, als sei mit deinem Schuss alles in dir erschüttert und erloschen. Auf einmal wird es schrecklich dunkel. Du bist wie geblendet und stumm. Und dann liegst du lang ausgestreckt mit dem Rücken auf etwas Hartem, kannst nichts sehen, dich nicht bewegen. Man trägt dich also schon im geschlossenen Sarg. Du fühlst, wie der Sarg schaukelt. Und plötzlich überrascht dich der Gedanke, dass du ja gestorben bist. Wirklich gestorben. Dann lässt man dich in eine Gruft hinab, schüttet Erde darauf, alle gehen weg und du bist allein. Ganz allein. Du liegst und merkwürdig. Du erwartest nichts, sondern nimmst es ohne Widerspruch hin, dass ein Toter, dass eine Tote nichts zu erwarten hat. So, und jetzt öffne langsam die Augen, balle deine Hände zu Fäusten, atme 3-mal tief ein und aus und komme so wieder in unserer Welt an. Und jetzt bist du vielmehr bei dir. Du hast die Chance genutzt. Bedanke dich bei dir für diese Minuten, die du dir gegönnt hast, für diese kleine Meditation. Komme wieder im Leben an. Jetzt wird es Zeit für dich, neuer Kraft erstarkt in den Alltag zu starten, weiterzumachen mit deinem Programm. Was auch immer das gerade war. Jetzt hast du dir richtig was gegönnt. Ich meine, du wirst merken, du fühlst dich bestimmt viel besser. Und denk immer dran, jeden Tag eines meiner Videos und du wirst nach dem Lockdown ein ganz anderer, ein größerer, ein hellerer, ein strahlenderer und vor allem ein besserer Mensch sein, als du es vorher warst. Namaste und viel Erfolg.